anscheinend kann man diesen kinetischen Sand ganz einfach selber machen, indem man Sand mit Speisestärke und Spiegelwasser vermischt, danach noch Farbe hinzufügt und schon hat man diesen geil aussehenden Sand, mit dem man einfach alles machen kann. Leute, das müssen wir ausprobieren. Wir brauchen dafür erstmal 3 Tassen Sand. Das ist die erste Tasse, zweite Tasse und die dritte Tasse. Jetzt brauchen wir noch 2 Tassen Maisstärke. Erste Tasse und die zweite Tasse Maisstärke. Sieht aus wie Schnee. Das sieht ja echt geil aus. Yo. Das Ganze müssen wir jetzt miteinander vermengen. So, und jetzt müssen wir eine Tasse Spüliwasser. Ich habe hier schon Spüli reingetan. Also Seife oder Spüli tut ihr da rein. Hoppala, ich bin echt gespannt, Leute, ob das funktioniert. Ich bin skeptisch, aber das wäre einfach zu geil, wenn wir danach diese geilen Quadrate machen können und da richtig geil schneiden können. Also, das Spüliwasser ist drin. Weil ich eine Verletzung habe, machen wir das Ganze hier mit dem Löffel, dass wir das Ganze vermischen. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Yo, das sieht ja geil aus.